So, herzlich willkommen beim Stream. Wir sind jetzt live auf der im Booth. Das Sealtech-Bauen geht in Kürze los. Wir featuren Helmut Summersberger. Ja, kurz zum heutigen Ablauf. Wir haben heute drei Runden Ixalan Sealed, Gefolgt von drei Runden Modern. gefolgt von drei Runden Modern und danach die Top 4 im Standardformat, wie die ersten drei Runden, also mit den Decks der ersten drei Runden. Was gar nicht so unwichtig ist. Wir haben Helmut Summersberger als Featured Player für den Sealtech-Bau. Wir haben uns vorher kurz einen Pool angeschaut. Ja, ist spannend. Ja, jetzt warten wir nur noch kurz drauf, bis die Spieler fertig sind, beziehungsweise bis der Schiedsrichter die Zeit gibt zum Deckbauen. Helmut ist im Moment Zweiter Zweiter in den Standings mit mit 6-2-1, oder? 6-1, hat 16 Punkte. Das sind dann Sind 19 19 Punkte. Punkte. Erster ist der Holzi mit 21, also eh noch eng Mit beieinander. 7-2. Ich glaube, es ist fast niemand komplett out of contention, ne? Bis jetzt. Es sind halt jetzt noch 6 Runden. Out of Contention für Preise ist ziemlich sicher nicht. Ganz sicher nicht. Aber für Top 4 wird es für die hinteren Plätze schon recht schwierig. Gut, ich sehe, dann zuerst mal die Decklisten durchgecheckt, ob alles passt. Die Pools sind vorregistriert, ein Luxus, den man sonst nicht genießt. Ja, Pools sind vorregistriert. Schon alphabetisch sortiert. Letztes Jahr war es so, dass der Patrick die Pools vorregistriert hat mit Kamera und für die Leute speziell geöffnet hat. Da hat man sich dann auch vorbereiten können, wen man featuren möchte. Oder besser darauf vorbereiten. Diesmal war es so, da hat der Matthias die Pools vorbereitet und hat sie durchnummeriert und die sind dann jetzt Nach ausgegeben Standings vergeben worden. werden. Das heißt, wir haben uns nur vorher kurz reinschauen können. Aber das Deck vom Helmut schaut eigentlich ganz okay aus. Und ich Wir haben denke, eine Vermutung, wo es hingehen wird, aber schauen wir mal, wir ob haben eine er das auch so Vermutung. sieht. Ja. Dann würde ich sagen, schauen wir mal hinüber zum Helmut Machen wir das. und schauen uns das weiter an. So. Da ist er jetzt noch beim Karten durchkontrollieren, ob er alles. Ich weiß nicht, ob er es durchkontrolliert oder mal geschwind durchschaut, was alles dabei ist. Es schaut schon nach Kontrollieren aus, vom Tempo her. Da ist ja schon der blaue Admiral. Ja, so dick ist er nicht. Der ist 4 Mana 3-3. Ich habe auch In eher das Artwork gemeint. Farbe und bunt. So, und da dürfte es alles passen. Und der Helmut legt einmal gleich auf. Ich nehme an, er macht so meine Sortierung in spielbar und unspielbar. Ist jetzt der erste Blick? Oder sind das Tiere und Spells? Nein, nein, es ist spielbar Es und ist schon spielbar unspielbar. und unspielbar. Wobei ich an und für sich die Taktik gehabt habe, die Karten nach Archetypen vorzusortieren, dass man sieht, welcher Archetyp oder von den vier Seal-Archetypen, welcher da irgendwie am ehesten unterstützt wird, beziehungsweise was von der Kurve her. Weiß nicht. Aber ich denke, der Helmut hat da sicher. Ist auch ganz gut. Er hat zweimal Contract Killing. Also der Schwarz hat mir an und für sich sehr gut gefallen. Den 2-1 Menes Piraten, Den 2-1 Menes Piraten. der Kollegen ausspuckt, wenn man ihn enabled. Lightning Ein Strike. Lightning Strike ist dabei, das heißt, es ist ein Removal auch gar nicht so schlecht. Sure Strike. In anderen Sealed-Formaten schaut es ja mit dem Arsch nicht an, wie man so schön sagt, aber in dem ist es einfach eine Bombe. Das ist so tempoorientiert, das Format, auch Sealed, wo man es normal nicht vermuten würde. Ja. Und da haben wir schon, das Grün ist eher wenig interessant, Schon gute Karten, aber zu aber wenig davon, insgesamt zu würde ich wenig. schätzen. Die unterste Schöner. Karte am grünen Stapel, da ist so die ultimative Flood Protection. Definitiv, definitiv. Doppel Pounce ist dabei, oder? Doppel Pounce ist dabei, ja. Eins in Foil. Okay, er möchte anscheinend Schwarz-Weiß spielen. Dazu hat er sich schnell entschlossen.
Ja, schauen wir mal. Oder er legt es zumindest mal auf. Das sind wohl die meisten Sachen dabei, die ihm gefallen. Das Cuttle ist halt auch eine super Karte. Das ist Total gut. eigentlich relativ egal, in welchem Deck sind grundsätzlich die Equipments, die Power und Toughness verändern. Ziemlich unfair. Es ist im Piratendeck Und offensichtlich unfair, das steht ja schon quasi drauf. in den Das anderen Decks ist es halt auch gut. Vor allem auf einen Flieger draufgeschnallt. ja, beziehungsweise auf die kleinen Vampir-Token. Ja. Ein 3-2er mit Lifelink. Ja, und man hat ja ausreichend Möglichkeiten. Es gibt ja ausreichend Tiere, die sich freuen, wenn sie dann ein Messer aufnehmen können, mit dem sie dann auf 3 Power kommen oder mehr. Das ist dann schon wirklich ziemlich, ziemlich eine Ansage. Okay. 5, 8, 11, 14 Kreaturen und 7 7 Spells bis Spells. jetzt. Ja, noch wirkt er nicht ganz glücklich damit. Den Drop, den er gerade hinkriegt, den muss man in dem Sealed-Format wirklich oft spielen. Und der ist auch gar nicht so schlecht. Ja, es ist halt. Es ist auch zum Beispiel der 6-Mana-Explorer Vampir mit Lifelink. Ja, der ist. Den spiele ich fast immer in meinen Sealed-Decks. Also, wenn ich schwarz bin. Ja, klar, weil ein 4-4 Lifelinker oder zur Not 3-3 Lifelink und ein Land. ein Land auf die Hand zu bekommen und nicht nachziehen zu müssen, ist halt schon auch immer ganz angenehm. Die Combat Tricks, Vampire Seal und. Ist es Skullduggery? Ich nehme an, das ist ein Calgary. Ja. Ist Super natürlich. Spell. Ja. Da wird relativ häufig das Board schon ein bisschen für ein Mana ein bisschen umgedreht. Der hat wirklich ein Mana und hat so ein Blowout-Potenzial. Wenn Und der es Angreifer schwarzes Mana offen hat, kannst du schon fast nicht mehr blocken, teilweise. ist immer schon schwer zu blocken. Aber das ist. Da ist halt. Allein auch mit der Angst, die diese ganzen günstigen Combat-Tricks da auslösen, wird das Blocken überhaupt sehr, sehr schwer in diesem Format. Wir sehen, Helmut hat sich jetzt anscheinend wirklich auf Schwarz-Weiß festgelegt, sehr schnell dazu entschieden. Anscheinend möchte er einfach die Synergie mit den Vampiren, nachdem er zweimal den 5-Drop hat, der plus 2 plus 0 gibt. Ja, das sieht man wieder, wie sich die Erfahrung da bezahlt macht. Ich glaube, es ist in dem Format schon recht wichtig, dass man sehr rasch sich dann auch also rasch herausfindet, was das beste Deck ist oder was die besten Synergien hat. Finde es Weil auf den interessant. ersten Blick hätte mir das Piratendeck da eigentlich ganz gut gefallen in dem Pool. Definitiv, weil man halt auch, vielleicht, weil wir auch von den Rares ein bisschen geblendet waren. Nachdem wir ja im Grunde unseres Herzens Kiddies sein und immer die glitzernden Rares anschauen. Und Piraten. Und Piraten natürlich. Aha, Ah, das da. gute Tempo-Play. Auch eine Art, ein Sick-Deck zu bauen. Ich finde es spannend, dass er das Piratendeck nicht einmal zumindest auflegt und schaut, ob es im Vergleich vielleicht Ja, wie rasch diese Entscheidung gefallen ist. Also ich war jetzt von mir, vom Sealed Deck bauen, das ist echt so das Format, wo ich nahezu die komplette Zeit gebraucht habe. Ich war nie einer, der langsam beim Sealed Deck bauen war. bin einmal auch sehr schnell, aber da. Aber in dem Fall, weil du eben diese verschiedenen Archetypen hast, die du dann auflegst und schaust, und wie ist das von der Kurve, wie ist das von der Kurve. Er hat halt hier auch 4 Zweier-Drops, das muss man halt auch lassen. Und 4 Quality Removal. Und die Quality Removals, ja, definitiv. Interaktion am Anfang, viel Ja, Synergie, viel der Vampir, Vampire. der andere pumpt. Der angreifende oder Blocker, angreifende Vampir pumpt. Ja, nicht angreifen, das ist halt in deiner Combat Phase oder so. Also faktisch ist, du musst es nicht auf einen angreifenden, du kannst auch zu Hause bleiben. Aber Ja, aber ein paar Karten fehlen halt noch, ne?
Ich glaube, es geht um die letzten ein, zwei Karten, oder? Es sind 8, 23 liegen da, oder? 5, 8, 11, 14, 15 Kreaturen. Und Ja, es 8 sind Spells 23, ja. wären 23 Karten. Kann man schon mal 17 Länder spielen mit 3 5-Drops und auch einem 6-Drop hinten. Der Ja. Removal ist auch nicht günstig. Ja, man kann im Contract Killing kriegt man Treasures für den 6er Drop dazu. Na, das fünfte Auf Land das fünfte braucht man Land dr sollte man ganz halt kommen, dringend. ja. Aber das ist halt im Sealformat recht üblich. Egisar. Noch einmal Beef geaddet. Vielleicht auch die Überlegung, er hat zwei Karten, die eben Vampire-Tokens machen, dass der Egisar mit denen dann doch besser synergiert, wenn er plus eins Marken aufs Team legt. Der Egisaur ist 3-5 und immer wenn er Schaden bekommt, hat er Enraged, wenn er Schaden bekommt, werden auf deine Kreaturen plus 1 Marken gelegt. Genau, auf alle Kreaturen nämlich. Das ist mit Lifelinkern und sowas ganz angenehm. Und überhaupt das Vampir-Deck hat oft die Tendenz, ein bisschen in die Breite zu gehen. Und ja. Schauen wir mal. Aber soweit wirkt das eigentlich. Aber es schaut nach einem guten Deck aus, da kann man echt nichts sagen. Scheint doch zufrieden damit zu sein. Scheint zufrieden zu sein. Wir haben irgendwas mit dem Ton gehabt. Ist das jetzt, le lese ich im Chat, ist das jetzt besser? Hoffe ich mal. Wenn nicht, dann bitte wieder schreiben, damit wir dann schauen können oder um Hilfe fragen, falls da irgendwo ein Problem weiter besteht. So, was kann da noch? Ja, aber das gibt es echt nicht. Also wie ich das Deck mir angeschaut habe, habe ich mir gedacht, dass er schon ein bisschen länger zum Bauen braucht. Ja, da haben wir sein Tempo unterschätzt. Ja, na, aber noch ist ja nichts passiert. Er grübelt wirklich lang. Das ist. Ich glaube, es fehlt einfach wirklich nur noch dieser Feinschliff. Was wird's jetzt wirklich? Eben Und es ist ja auch noch einiges Zeit. Two Drops kann man nicht mehr cutten, weil 4 ist okay, aber Ja. Die Frage ist echt, ich glaube, bei den Kreaturen grundsätzlich kann man nichts cutten. glaube ich auch nicht. Ich glaube, der Da letzte fehlt's. Spell ist, den er vielleicht noch austauschen möchte, ist dieses Sheltering Light. Ist aber auch an manchen Stellen eine sehr gute Karte. Ja, Scryed vor definitiv, allem auch. definitiv, ja. Ist halt ein Ist Combat halt, Trick, der nicht wirklich pumpt, aber aber das der die Abtauschen verhindert. Combat-Mathematik halt verändert und wie gesagt, wenn man scryt, hilft's halt auch. Absolut, also von den Karten, die jetzt unten liegen, könnte man eventuell noch eine Kreatur dazulegen, den Ja, Blightkeeper oder wie er für heißt. welchen Spell? Wie Eben. gesagt. Ich sag nicht, dass es richtig ist, aber könnte man machen. Ist halt Ja. Geschmackssache. Ich glaube, das ist auch genau das überlegt habe, was im Moment noch überlegt wird, ob er noch eine Kreatur mehr spielt statt Sheltering Light, aber ich glaube, das wird fast nicht mehr passieren. Wie stehst du zu Mana Fixing im zweifarbigen Deck. Also dieses Land, das mit dem man Mana umfärben kann, so Unknown Shores. Ist es notwendig? Ist es nicht? Freust du dich drüber? Hast du lieber die Sicherheit, die du darüber bekommen kannst, oder Ich spiele das Deck eigentlich nie. Das Deck, die Karte? die Karte. Es gibt solche Länder immer wieder mal in Limited-Formaten und das ist vielleicht persönliche Präferenz und vielleicht ist es auch falsch, aber das ist so das Fixing, das ist so der
allerletzte Notfallplan ist. Und im zweifarbigen Deck finde ich es nicht notwendig, weil man damit unter Umständen halt die Karten dann doch irgendwie aus der Kurve rausspielen muss. Und im dreifarbigen Deck ohne Treasures spiele ich es mit Magenschmerzen. Aber nur eine Frage. Also bei mir ist ja im zweifarbigen Deck, sollte man es eigentlich nicht brauchen. Glaube ich nicht. Nicht einmal, wenn man in beiden Farben Trippelkosten hat. Im dreifarbigen Deck ist es eine Überlegung und so wie man irgendwelche Sachen herumsplasht, kann man es machen. Ich glaube auch, dass es mehr hinderlich ist. Vor allem im aggressiven Deck. Es ist wieder was anderes, ob du ein kontrollartigeres Deck hast, wo du dir das eher erlauben kannst, weil du im Großen und Ganzen deine Landdrops hittest. Aber Das ist eben, grundsätzlich jetzt nicht aufs X-Land-Format wir haben übertragen. ja auch schon im Inside-Video das gesagt, das ist einfach ein wahnsinnig tempoorientiertes Format. Und Genau. wenn dann einfach manche Spells in der Kurve eine Runde später kommen, ist das eine noch schlimmere Katastrophe, als es in anderen Formaten wäre, wo man durchaus einmal dann die Kartenqualität vom Control-Deck oder vom vierfarbigen Deck dann ausspielen kann. So, da war noch mal der kurze Check. Habe ich auch wirklich nichts übersehen? Und ja. Ja, Also, spannend, spannend. vor allem das Format bietet ja auch einen anderen Zugang zu Color Fixing, eben über die Treasures. Ja, genau. Jetzt in seinem Deck nicht wirklich. Aktuell. Aber die Color Requirements sind Aber sind absolut. endenwollend. Ja, da ist jetzt. Drei Karten, die doppelt schwarz kosten, aber die am 5- und 6-Mana-Slot sind, und da ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr ziemlich hoch, dass da auch zwei schwarze Ressourcen dabei sind. Ja. Vielleicht auch deswegen gar nicht in Betracht gezogen, das Piratendeck, weil der Pool schon eher in ein dreifarbiges Piratendeck oder zumindest mit einer dritten Splash-Farbe gedeutet hat, und da möchte er anscheinend schon das stabilere Deck haben als. Ja, vielleicht hat er beim Testen auch festgestellt, dass der schwarz-weiße Vampir-Deck, wenn es möglich ist, einfach auch den größten Druck ausüben kann. Und definitiv hilfreich, ich habe es beim Piratendeck jetzt auch nicht so genau durchgeschaut, ist einfach die Geschichte, dass du 5 Einser und 2er Drops hast, die auf jeden Fall einmal ganz gut den Druck aufbauen können. Absolut, beziehungsweise du musst am Anfang interagieren. Wenn du erst Runde 4 anfängst, ernsthaft zu interagieren, ist in dem Format oft schon mal vorbei. Oder nicht nur oft, sondern fast immer. Na gut, während der Helmut halt jetzt sein Deck registriert, war leider jetzt nicht so aufregend, wie ich mir das am Anfang gedacht habe, schauen wir mal wieder kurz zurück in den Booth. So, da sind wir wieder. Ja, Deckbau, haben wir was gelernt? Es war effizient. Es war sehr effizient, ja. Es wäre. Mich hätte eigentlich ein bisschen gefreut, wenn er andere Decks auch auflegt, um dann zur Entscheidung zu kommen, was er spielt und nicht quasi der First Pick genommen wird. Ich sehe gerade irgendwelche Karten. Eine Karte hat er, glaube ich, jetzt noch ausgetauscht in seinem Deck. Aber das war's. Er geht jetzt gerade noch die Karten irgendwie durch. Gut. Pterodon Knight hat er noch irgendwie ins Deck statt dem Aegisaur, glaube ich. Ja, noch Also die mal ein Kurve bisschen eine nochmal Kurve runter. runtergedrückt. Und jetzt macht er sich wirklich auf, die Stricherliste einzutragen. Gut, das heißt für uns, ich denke, wir werden den Helmut auch in der ersten Sealed-Runde sehen, Ja, würde mich damit interessieren. wir schauen, wie sich dieses Deck spielt. Voraussichtlich spielt er gegen Thomas Holzinger. Außer, ich weiß es nicht, ja, es sind die zwei Obersten in den Standings. Wäre naheliegend, Und aber wir wissen von es den noch Punkten nicht. her gibt es niemanden, der Der näher gleich ist. auf Ja, ist. das nächste sind dann halt 18 Punkte. Dementsprechend würde es mich wundern, wenn es anders ist. Wird sicher ein spannendes Spiel.
Absolut. Das Deck ist wirklich gut. Ja. Allein von der Removal-Seite plus Synergie, das ist eigentlich genau das, was man in dem Format haben möchte. Dass sich ein Archetyp anbietet. Zwei ausgezeichnete Combat-Tricks, vier Removal, eine schnelle Kurve. Und am Schluss raus eben die zwei Vampire. Die schauen so harmlos aus, aber die bringen wirklich das Vampir-Deck auch zum Laufen. Und er hat auch den Ein-Mana-1-1er, der angreifende Vampire pumpt, der ist Ja. auch eine gute Frau, glaube ich. Na gut, in diesem Sinn schauen wir einfach einmal. Dann die Deckbauzeit müsste eh in ein paar Minuten dann vorbei sein. Wir melden Wir uns dann gleich melden zurück. uns dann wieder zurück.